Ja, liebe Zuschauer, hier und hallo am heutigen Donnerstag, dem 23. April. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer zum JFD Devisenradar. Und wir wollen uns heute hier den Markt mal näher anschauen und hierbei eben speziell dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch Loonie genannt. Denn dieses Währungspaar kommt hier doch interessant daher, nicht nur weil eben der US-Dollar mit drinsteckt, sondern eben auch aufgrund der Konstellation mit dem kanadischen Dollar, der ja auch hier reichliche Bekanntheit in Sachen Rohstoffwährung genießt. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier aktuell den Tageschart, den rufen wir uns jetzt mal auf großer Front. Und da sehen wir hier, dass wir unlängst dieses wichtige Unterstützungslevel gebrochen haben, hier 1,2385 rund. Und mit diesem Ausbruch wurde zuletzt beim letzten Devisenradar schon vermutet, okay, wenn wir hier einen Erholungsimpuls sehen, dann wäre dieser hier durchaus als Einladung angedacht, um hier zwischen 1,2385, 1,25 spätestens das ein oder andere Short-Engagement zu pflegen. Letztlich kam es nicht dazu. Sie sehen, der Rücklauf hat nicht erfolgt. Das spricht grundsätzlich für die vorherrschende Schwäche. Und die letzten Tage, wenn wir uns jetzt mal ein Stück weit in den Chart reinzoomen, zeigen hier auch ganz eindeutig an, dass die Volatilität hier buchstäblich eingeschlafen ist. Wir aber jetzt hier schon auf der Oberseite EMA 100, diese blaue Linie, auch schon einen kleinen Widerstandsbereich direkt kurzfristiger Natur schon im Chart haben. Und unterhalb dessen bleibt der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar oder auch Loonie genannt, eben hier ganz klar im Schwächemodus. Ja, das sind hier Preise, Sie sehen es ja, knapp unter 1,23 ist es im Prinzip so, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar keine Chancen hat, hier irgendwas nach oben zu fabrizieren. Vielmehr könnte sich jetzt eben aufgrund der Tageskonstellation ja alsbald der nächste Abwärtsmove erschließen. Unterhalb von 1,23 eben. Und das erste Ziellevel ist hier definitiv bei der runden Marke von 1,20 zu finden. Wenn sich das Ganze sogar ausdehnt, dann kann man hier sogar durchaus davon ausgehen, dass es hier vielleicht noch ein Stück weit eine Etage tiefer geht. Wir sprechen dann von Niveaus 1,17, 1,16-1,15. Aber das technische Bild hat sich hier in jedem Fall eingetrübt und interessant hierbei, und da hatten wir auch schon länger darauf hingewiesen, dass wir hier diese Divergenz beim RSI-Oszillator hier schon relativ lange hatten, das Währungspaar hier oben in dieser großen Seitwärtsrange gefangen. Und hier hat sich mehr und mehr schon eine Divergenz ganz klarer Natur aufgebaut, auch beim MACD-Indikator zum Beispiel sehr schön zu sehen. Letztlich keine Chance für die Bullen als solches, denn Sie sehen, hier hat sich eine gewisse Schwäche schon angedeutet, die sich jetzt auch weiter fortführen sollte. Schauen wir ganz kurz, bevor wir in den Intraday-Chart gehen, hier auf die große Betrachtung im Wochenchart-Intervall. Hier auch die damalig immer wieder erwähnte Untertassenformation, dessen Kursziel wir hier bereits erreicht hatten, als Niveaus von 1,22, 1,23, 1,22,50 rund erreicht wurden. Hier mit dieser starken Kerze vom Januar wurde im Prinzip diese Range, die hier über Jahre aufgebaut wurde, nach oben hin dann abgetragen, entsprechend erreicht. Und das ist hier rein von dieser Untertassenformation das projizierte Preislevel, was eben hier abgearbeitet wurde. Als nächstes war jetzt hier die Idee, dass das Level von 1,3064 in den Fokus rückt. Aber Sie sehen, hier bei 1,28 war schon der Deckel oben drauf. Und das ist jetzt definitiv ein sehr, sehr markanter Widerstand, der hier zunächst Bestand haben sollte, mit Blick auf die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar dann erstmal sich hier als hartnäckige Zone darstellt. Und Sie sehen hier mit diesem blauen Tendenzpfeil, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass hier weiter fallende Preise Einzug halten könnten, die dann im Worst Case, wenn der US-Dollar hier weitere Schwäche zeigt, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar dann eben hier bis in den Bereich 1,15 zurückführen könnten, um dann hier an dieser langfristigen Aufwärtstrendlinie, wohlbemerkt seit dem Jahr 2012, mehrfache Auflagepunkte. Hier könnte es dann zu einem Rebound kommen. Wir haben auch hier an diesem Niveau einen sehr schönen Supportbereich, ein Stück weit tiefer sogar noch. Die Trendlinie kann ja hier intraday bzw. auf Tagesbasis, wenn man hier den Wochenchart betrachtet, durchaus mal gespiked werden. Aber hier unten im Bereich 1,1230 ein ganz, ganz signifikanter Unterstützungsbereich, der hier eigentlich vor größeren Verlusten bewahren sollte. Schauen wir uns aber nochmal das Ganze im Intraday aktuell an, im Intraday-Geschehen. Machen wir den Chart groß. Ja, da sehen wir hier die mehr und mehr einschlafende Tendenz. Hier aber auch eben zu sehen, das Level von knapp unter 1,23 als ganz klarer Widerstandsbereich. So. Und wenn es denn heute hier zur Erholung in diesem Bereich kommen sollte, dann würde sich hier durchaus mal anbieten, dass man hier Obacht gibt, wenn es denn dazu kommt, dass der Markt hier nach oben hin läuft. Hier ist auch das Resistance Level 1 vom Daily Pivot Point. Also hier unterhalb 1,23, 1,2286 wäre hier durchaus eine Möglichkeit gegeben für ein Short Engagement, welches dann eben hier
wieder zu weiter fallenden Preisen mindestens Pivot Point Schrägstrich noch tiefer wahrscheinlich hier Support Level 1 führen könnte. Warten wir mal ab, was der Tag noch zeigt. Die Fuzzy-Vektor-Logik zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, ich führe sie kurz rein in den Chart, ist hier nicht von Stärke bemessen. Wir sehen hier, das Justieren, eigentlich eher eine Aufwärtstendenz, eine kurzfristige, die sogar bis in den Bereich 1,23 plus führen könnte, aber mehr oder weniger eigentlich eine langweilige Seite oder zu Range rein von der Fuzzy-Vektor-Logik. Und insofern muss man mal abwarten, was der restliche Tag dann tatsächlich noch bringt. Grundsätzlich ist aber hier noch was zu erwarten. Wir haben von der Range her, lassen Sie mich kurz schauen, augenblicklich gerade mal 34 Pips zurückgelegt. Also die Tagesrange ist enorm gering. Das heißt, hier muss eigentlich noch was kommen. Im Schnitt bewegt sich das Paar so um die 90 bis 100 Pips. Und wenn wir uns heute mal hier die Wochentagsstatistik anschauen, dann sehen wir, dass wir heute einen neutralen Tag haben, der hier nicht wirklich sehr, ja, von der Statistik sehr überzeugend daherkommt. 49% positive Schlusspreise ist praktisch eine Pattsituation. Interessant aber hier immer wieder der Freitag. Ja, da ging es in den letzten Wochen, mit Blick auf die letzten 52 Wochen, immer kräftig zur Sache. 70% positive Schlusspreise hängt aber auch damit zusammen, dass es hier eben auch negative Daten zumeist am Freitag aus Kanada gab, die dann eben hier den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar förmlich beflügelt haben. Gut, liebe Zuschauer, warten wir ab, was passiert. Der Markt wird uns hier noch mit einiges an Volatilität hoffentlich bescheren. Die meisten Währungspaare haben hier noch deutliche Ranges zur Verfügung, um hier sich entsprechend nach oben aufzufächern. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resttag und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder beim JFD Live Trading TV. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.